Dem Fortschritt sei Dank. Unter Windows XP sind glücklicherweise nur einige Handgriffe vorzunehmen, um den Rechner musikfähig zu machen. Da die Verarbeitung von Musik hohe Datendurchsätze, aber auch hohe unterbrechungsfreie Kontinuität erfordert, sollten Sie Folgendes berücksichtigen. Optimieren Sie XP auf Hintergrunddienste. Drücken Sie gleichzeitig die Windows- und die Pause-Taste. Es erscheint die Dialogbox Systemeigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte Erweitert an. Klicken Sie im oberen Fensterbereich Systemleistung den Schalter Einstellungen. Klicken Sie die rechte Registerkarte Erweitert an. Aktivieren Sie unter Prozessor Zeitplanung die Hintergrunddienste. Drücken Sie nun OK. Zum einwandfreien Betrieb Ihres PCs als Audiorechner deaktivieren Sie Ihre Windows-Systemsounds oder wandeln Sie die Systemsounds in die Sample-Rate, mit der Sie vornehmlich arbeiten, also in der Regel 44,1 kHz. Das Problem ist, dass die Systemsounds als 11,025 oder 22,05 kHz Dateien abgespielt werden. Wenn sich Ihr System gerade auf ein digital angeschlossenes Gerät synchronisiert hat und Sie einen Betriebssystem-Sound auslösen, kann es dazu kommen, dass Ihre Soundkarte auf 22,05 kHz umstellt und aus dem Sync-Mode kommt. Das kann zu erheblichen Störungen führen. Zum Deaktivieren der Systemsounds gehen Sie wie folgt vor. Erstens. Wählen Sie im Windows-Startmenü Systemsteuerung an. Zweitens. Klicken Sie auf Sounds und Audiogeräte. Drittens. Wählen Sie die Registerkarte Sounds. Viertens. Wählen Sie unter Soundschema keine Sounds. Drücken Sie nun OK. Alternativ können Sie die Samplerate der Windows-Sounds auf 44,1 kHz wandeln. Erstens. Öffnen Sie WaveLab. Zweitens. Öffnen Sie die Stapelbearbeitung. Das ist der erste Eintrag im Menü Werkzeuge. Drittens. Auf der Registerkarte Eingang wählen Sie den Ordner mit dem blauen Kreuz an. Hiermit können Sie alle Dateien eines Ordners hinzufügen. Viertens. Suchen Sie den Ordner c:\windows/media und drücken Sie OK. Fünftens. Es erscheint eine Dialogbox Dateiauswahl. Der Eintrag für die auszuwählende Dateiendung muss WAV lauten. OK drücken. Sechstens. Wählen Sie die Stapelbearbeitungsregisterkarte Ausgang an. Siebtens. Stellen Sie unter Zielformat die gewünschte Samplerate ein, in der Regel 44,1 kHz. Achtens. Machen Sie ein Häkchen bei Quelldatei Nachbearbeitung löschen. Neuntens. Unter Zielordner stellen Sie Pfad der Quelldatei ein. Zehntens. Klicken Sie nun Ausführen. Das war es eigentlich schon an Einstellungen. Wenn Sie sich Ärger ersparen wollen und mit Ihrem Musikrechner professionell arbeiten und Geld verdienen wollen, dann nutzen Sie ihn ausschließlich für Musik. Keine Büroprogramme, keine Grafikprogramme, keine Spiele und kein Internet. Das Internet sollte im Höchstfall für die Aktualisierung oder Freischaltung von Programmen genutzt werden. Hierfür macht es Sinn,
einen aktuellen Virenschutz zu aktivieren, der ansonsten deaktiv ist. Virenschutzprogramme sind unberechenbare Störfaktoren für den Audiobetrieb, weil sie ungefragte Tasks einstarten und in den falschen Momenten Rechenressourcen abziehen können. Bei der Arbeit gehören alle Programme, die unkontrollierte Abfragen, Tasks machen können, deaktiviert. Dazu gehören auch Bildschirmschoner, Energiesparprogrammchen und so weiter. Zum Aufnehmen und Bearbeiten von Musikdateien sollte eine zweite physikalisch unabhängige Festplatte benutzt werden. Wenn das Motherboard Ihres Rechners über eine Onboard-Soundkarte, also eine integrierte Soundkarte, verfügt, deaktivieren Sie diese am besten im BIOS. Informationen hierüber entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des Motherboards. In seltenen Fällen kann der Onboard-Soundchip auch mit einem Jumper abgeschaltet werden. Ein Jumper ist ein kleiner schwarzer Überbrückungsstecker auf dem Motherboard.